Hast du Immobilien dann? Ja, Autotune kurz. Okay, ich komm, bis gleich. Hallo Jungs, kann einer meine Karre tunen? Von euch? Können wir machen. Ja. Einsteigen. Ja, ich bin der. Hey! Ja, Homie, ich würde gerne ein Kennzeichen ändern. Geht das? Homie! Motherfucker in your bitch ass! Hallo! Was ist das Kennzeichen? Kennzeichen ändern, ja? Ja, habe ich gerade geändert. Wie, nein, ich will da was. Ah, genau! Perfekt, kannst du es noch irgendwie schwarz machen, dass man es besser sieht? Ja. Hab ich gemacht. Perfekt, danke dir. Mir unten noch einmal Nuss rein. Das kann ich nicht, das muss ein Kollege von mir machen. Ist der Kollege da? Ja, kannst du draußen fragen. Ja. Hallo! Es gibt hier einen Tesla. Hector? Kann einer von euch, Nuss in mein Auto machen? Kostet 250.000. Kostet 250.000. Ja, alles gut. Ja. Hab ich, Omi. Emmy, brauchst du, Mike übersteuert, Bruder, bitte. Bitte, bitte lass mich in Ruhe mit dem Mike, bitte. Bitte, bitte, bitte lass mich in Ruhe mit dem Mike. Ich kann nichts dafür, bitte. Bitte, bitte, bitte. Lass mich einfach in Ruhe. Ich kann selber nicht mehr mit dem Mike. Bitte, bitte, ich kann selber nicht mehr. Hallo? Ja. Yeah. Du bist deswegen zum Hallo, alles klar? Guck mal, ja. Chat. Entweder wir machen es so, ich werde jetzt eine halbe Stunde lang alles raussuchen und versuchen, meinen Schuh anzuschließen und alles einzustellen. Oder wir lassen es jetzt so. Lass so, okay. Dann nicht drüber beschweren, dass irgendwas mit meinem Mike ist. Mach eine Abstimmung. Wenn die Abstimmung ist, dass ich das so lassen soll, dann lassen wir das so. Würde Herr? Ja. Yeah. Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer, warum? Ja, weil Sie mir das Geld überweisen müssen per SMS. Okay. 896. Einen Moment, mein Handy. 8. 905. Ja, okay. Moment. Warte mal, arbeitest du überhaupt hier? Ja, natürlich. Ich bin die Tochter vom Besitzer. Weiß ich nicht, Schami. Ich hab das Gefühl, du verarschst mich, Mann. Nein, da steht doch mein Vater da hinten. Beim Ausparker. Ich hab nur noch keine Kleidung an, weil ich gerade wach geworden bin. Ich muss mich noch umziehen. Und da stehen meine Arbeitskollegen. Können Sie gerne nachfragen. Hallo? Ich weiß ja nicht. Geht doch, kommen Sie mit. Ich dachte, ich hier arbeite. Ich will mich kurz umziehen. Werde ich gescammt hier, Homie, oder muss ich hier wirklich 250.000? Nein, ich die, gehört zu uns. Ja, musst du 250.000 sein. Für Nuss oder was? Ja. Ja, das ist richtig. Bei mir manchmal sogar 300. Nein, du verkaufst keins. Naja, einmal schon. Du bist ein billiger Praktikant, ey. Ja, okay, ich hab überwiesen. Homie, ich muss Nuss reinmachen in mein Auto. Ja, und? Machst du jetzt, oder was? Ja, yeah. Aber warum hältst du dich, meinst du, Hund, aus so einer... Ich hab überwiesen. Ja. Hey, aufpassen, der Pulli liegt einfach oben im Raum. Da ja. Kann sich jeder anziehen. Quatsch. Quatsch.
Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Musst du denn... Wie bitte? Einmal Auto einparken, damit das, Ah, schon fertig? Natürlich, der Herr. Was macht der? Perfekt, danke. Und was bei der... Lassen, 67% sagt lassen. Okay, dann lassen wir das heute so. Limbo. Ja, Ami, wie lange warst du? Was machst du denn noch? Ich bin hier im Sommer, weißt du, auf Malle. Oh, warte, ja. Ich hab da ein kleines Häuschen. Der Nacken, der leuchtet mich immer an. Das ist 8. Und so. Ja, ich mach dort so ein bisschen Veranstaltungen und so, weißt du? Ja. Seid ihr gegönnt, ohne Scheiß. Ah, Elmer. Okay, mach's gut, ja? Ja, alle. Ciao. Ami, wohin? Würfelpark. Wie lange braucht Noss, um sich wieder aufzufüllen? Ich pack die mal hier ein, damit ich jedes Mal ein Auto hier habe. Boah, mein Rücken tut ein bisschen weh, Alter. It's night! Danke dir für deine 2 Monate, Kuss. Hi. Hallo! Der muss einmal wackeln. Bruder, Pinguin ist wirklich... Er ist einfach Mod hier, Bruder. Es gibt keinen, der mehr Backseat Gaming macht als er. Du geborener Bastardkind, ja? Geborenes Bastardkind. Guck, deine Mutter, deine fette Mutter plant heute deine Hochzeit, verstanden? Ami, warum schießt du mit einem Raketenwerfer auf mein Auto, Mann? 200.000. Was, 200.000? Dann plan deine Hochzeit alleine. Guck, wer kommt. Guck, welche Hunde kommen. So dreckiger du. Nur auf dein Gesicht, du Ekelhafter. Und guck, wen du heute heiratst. Meine Tochter? Niemals. Genau so. Heute, du heiratst nicht meine Tochter. Homie, durchsuch dir mal den Raketenwerfer dabei. Du heiratest sie nicht. Das ist für deine Hochzeit, du Vollidiot. Das ist, das ist dieses Fasching-Ding. Du Homie, nur so nebenbei, der liegt hier gerade, ne? Das ist du dumm. Hat ja keinen Sinn. Der wurde aber wahrscheinlich angefahren, weil der... Er hat mich überfahren. Ein PDler, der bei euch ist. Der hat mit einem Raketenwerfer auf mein Auto geschossen. Mein Auto hat gebrannt. Natürlich überfahre ich ihn. Homie, denkst du, mich interessiert es, dass die jetzt ein Fasching-Ding bei mir finden, du Vollidiot? Du heiratst heute nicht meine Tochter. Was realisierst du nicht? Doch, werde ich. Ja, du wirst heute nicht... Werden wir sehen. Wir werden sehen, ob du sie heute heiratest. Natürlich, überfährst du mich einfach? Du Arschloch? Du Schwein? Wie Schwein? Warum ist mein Game so leise? Du Ekelhafter?
Cops? Abo. Cops? Ja, was los? Das ist bei euch, das wisst ihr, gell? Der ist bei uns. Ja, der Raketenwerfer auf mein Auto. Überfährt er einfach Zivilisten. Das kann ich tatsächlich gar nicht beweisen. Das steht jetzt Aussage gegen Aussage. Unser Kollege sagt, er hat es nicht mit Absicht gemacht oder irgendwas. Geht mal gegenüber, geht mal gegenüber der Mann, der seinen Fuß auf dem Ding hat. Geht mal ihm fragen. Wer hat jetzt einen Medic gerufen? Du bist so sinnlos. Ja, ja, Dispatch wurde das Bild. So hast du kein Oberteil oder was? Nee, hatte ich noch nie. Hattest du noch nie? Natürlich hatte ich es noch nie. Warum nicht? Hast kein Geld oder was? Keine Ey, Sosa, dran mich mal ins Krankenhaus, ich muss essen gehen. Omi, ein ich bin gleich da, was kommt da? Medic? Ja, ich bin... Hat einer Medic noch nicht angenommen. Schieb mir was in den Arsch rein oder so, ich bin später da. Fick die Medics. Digga, das Auto ist ein bisschen zu laut, Alter. Weiß nicht, ich fühle das nicht so, wenn es so laut ist. Hallo, kann mir einer helfen? Bruder, warum ist es so warm in meinem Zimmer, Alter? Heizung auf 4 einfach, bitte mit. Gänsehaut. Ich glaube, der ist eingefroren. Hm? Hallo? Geht's dir gut? Okay, das hat Sari, glaube ich, gemacht. Ich mach das jetzt. Okay. Also der Herr ist irgendwie erstarrt. Also laut Deichmann, der hat gerade gesagt, das soll wohl noch gehen, dass man den Paycheck mehr versteckt. Naja, hat er auch gerade gesagt. Achso. Hallo, geht's ihm gut? Ja, ich glaube, der ist noch das. Okay. Ja, ich habe ihn dir mal kurz mitgenommen. Ja, danke, danke, danke. Okay. Boah, ich bin so energielos irgendwie. Fühlt ihr das, Chat? Ich muss ihn tragen, Alter. Yeah, ich heirate. Sosa heiratet. Fahrradkops oder was, Alter? Was ist mit euch passiert? Einmal das Auto bitte richtig hinstellen. Leck mal so Eier, geht's aber nicht. Alter, ich bin ja, über so dir. So geht das aber nicht. So geht das aber nicht. Ansonsten fühle ich mich gezwungen, das Vehikel abzuschleppen. Na, Homie, schau mal auf dein Handy. Ja. Geh mal auf die Business App. Ja. Und guck dir Big Sauce an, guck dir seinen Rang an und dann geh mal ganz runter zu deinem Arsch und guck dir deinen du, Rang ob an. Ob du Rang 7 bist oder in Hamburg fährt eine Schaufel um, ist mir einerlei. Auch du hast dich ans Gesetz zu halten und an die Straßenverkehrsordnung und auch du, mein kleiner Freund, hast dir korrekt... Oh fuck, mein Arschloch. Da liegt der Vikal, der Käfer. Bisschen Gefahr... Oh. Scheiße! So, ihr kleinen Motherfucker, halt mir jetzt beide zu, okay? Lusch meine Eier! Eier! Boah, wie redet er? Wie redet er? Verdammt, Tom, ich hab's auf Band. Ey! Polizeigewalt! Ich bin doch hier Zeuge! Damit musst du zum DOJ, damit die sehen, was hier abgeht. Ja, Machtmissbrauch. Der muss entlassen werden! Wie? Machtmissbrauch!
Verdammt, ich habe gerade ein gutes Wort für dich eingelegt, als die Polizisten zu mir kamen. So, ob du es checkst oder nicht, aber du, mein Freund, bist auf der Abschussliste. Glaubst du, du kannst mit uns ficken? Glaubst du, du kannst mit uns ficken, Großer? Nein, verfick nochmal, du kannst nicht mit uns ficken. Wir ficken deinen Arsch, Mann. 3 gegen 1. Kannst du mich vielleicht kurz losmachen? Das schnürt in meine Handgelenke ein. Hey, was wird das jetzt? Verdammte Scheiße, mach mich los. Ich hab sehr dünne Handgelenke, ich will das nicht. Doofy, rette uns! Doofy! Schnell, Doofy. Ja, du Motherfucker. Danke, dann hab ich nichts gesehen. Was du mit dem machst, ist mir egal. Bruno, du Ratte, du linkes Schwein. Lass ihn drin, Wolf, ich lösch das Video. Ich schwör's, ich lösch's. Doofy, rette mich, Soße entführt mich. Schlabbersen, du. Ah, Doofy, du bist auch da, Mann. Was geht ab, Mann? Hey, machen wir heute Junggesellenabschied? Ja, stimmt, das müssen wir auch noch planen. Ist das Kevin? Jungs, ich hab was zu erledigen. Hey, ich bin gleich wieder da. Bruno! Bruno, hey, Hilfe! Mann, ey, Hilfe! Was muss sein? Naja, was ist los? Machen Sie mich los, ja? Hier, du kleine Motherfucker, steig aus. Check aus, Homie. Was geht? Was macht die Fahrradcops oder was? Was machst du, Rami? Der ist irgendwie nicht da. Achso, ja, weiß ich nicht. Ich dachte irgendwie. Hammer mal weiter rauf. Vielleicht wacht er ja aus. Shikara, da geht wieder ins Hub. Das ist ein Dienstfahrzeug von der Stadt. Und das ist habt ihr Blaulicht? Zeig mal, was das will ich sehen. Zeig mal bitte. Fick der Scheiße. Mit wem geht eigentlich? Ist Kevin dein Trauzeuge? Weiß ich noch nicht, Homie. Weil es ja seine Tochter. Ich brauche auf jeden Fall einen Junggesellenabschied. Schauen wir hier weiter. Okay, was haben wir hier? Ist Bilal wach? Bilal Big G vom Unicorn? Ich weiß nicht, soll ich ihn anrufen? Ja, schau mal. Hey, Cop. Ja. Innen ist jemand, der will nicht aussteigen. Nicht mein Problem, Mami. Wir haben keinen Abschluss. Nicht mein Problem, Junge. Nein, das ist nicht mein Auto. Das gehört einer von unserer Familie. Steigen Sie doch mal aus dem Auto aus hier. Da hinten ist doch jemand. Du, ja, mein Auto. Du willst steig aussteigen. Steig mal aus unserem Auto. Mein Auto, gell? Okay. Du für hier potenzieller Autoklau im Gange. Ja, was soll ich machen? Ja, nichts machen. Das ist eigentlich Ihr Job, Autodiebstähle zu verhindern. Ich meine. Naja, das Auto ist ja noch nicht geklaut. Der dreht da hinten Donuts. Und das ist besser. Okay, ich muss dich umziehen. Doofy! Ja? Homie, hilfst du mir bei meinem Hochzeitsoutfit? Marlin? Nee. Klaus? Hey, bin's der Klaus, ja? Schaffst du da, kannst du mir kurz das Auto leihen? Dann helf ich ihn kurz. Nein, Mann. Ja, klar. Wie, nein, Mann? Nur kurz ein paar Minuten. Von wem bist du? Du solltest auch unbedingt zum Friseur gehen. Warum zum Friseur, Ami? Ja, zum Friseur. Warte mal, Ami, das ist meine Frisur, Mann. Andere Frisur gibt's nicht. Ja, so... Ja, so blonde, lange Haare zum Beispiel. Extensions. Nein, Ami, die Frisur bleibt, Mann. Das ist meine Frisur. So. Okay. Hochzeitsoutfit, also. Jetzt brauche ich ein W-Fit. Okay, zeig mal her. Anzug, oder? Glaub schon. Wo ist der Torso hier? Okay, wo finde ich die ganzen Anzüge? Im Klamottenshop. Oh, was sagst du zu dem? Nein.
So ein Weiß-Homie? Nein. So hier mit so einem Ding drin? Macht man Nein. das nicht so? Nein. Wie zieht man sich denn an, Homie? Ich muss selber schauen. Verpiss dich aus meinem Weg, Mann. Ich sehe nichts. Oh, was damit? Hier so ein Anzug. Mit so einem Hemd drinne vielleicht. Welche Farbe zieht man denn an, Chat? Gibt's das mit Leopardenmuster? Ja, mir soll ich wie ein Clown auftreten oder was? Was willst du? Schwarz? Oh, was mit dem hier, Omi? Ja, nein, langweilig. Muss doch schwarz sein, Mann. Weißes Hemd, schwarzes Hemd, weißer Hand, weißes Hemd, schwarzer Anzug. Mit Jogginghose? Nein, Mann. Hm. 2024 Music. Lass ich mal schauen. Vielleicht auch so mit so einem Hut? Was für ein Hut, Homie? Warte mal. Ja, der Hut 64. Hut 64. Sich verarschen, Mann? Und was soll ich sagen? Hermano Pendojo, ich will dich heiraten? Ja, du, machst du nicht heute Kriegsvertrag? Hochzeit, Domi, Hochzeit. Ach, Ehevertrag, Ehevertrag. Ja, genau. Ist doch das Gleiche. Ja, der Anzug war gut. Welcher? Der Schwarze? Der hier. Ja. Und dazu ein Hemd drunter. Boah, der sieht doch fresh aus. Ja, mit, da siehst du aus wie eine Pussy. Was? Ja, du sahst gerade aus wie Breitenberg mit deiner Farbe. So, Chat? Aber welche Farbe? Guck mal, 443. Also. Oh, warte mal, das ist es. Genau, da gibt's auch andere Farben. Ja, Mann, Alter. Ja, Mann. Okay, gibt's dafür eine Hose? Bestimmt. Erstmal beste Schuhe. Ja, man, so richtige, so schmierige Schuhe, man.
Weiße Hose, sagt ihr? Was sagst du zu der Hose? Warte. Ja. Aha. Oh, einmal die Hüfte weg, so. Haben wir die Hälfte der Hose? Du stehst vor mir. Jungs. Ist egal. Ich geh morgen. Ey, Marokkaner, du stehst vor mir. Hey. Ey, warum redest du so? Hey, beruhig dich mal. Um Halbplan, Kollege. Mach mal, nimm mal das hier. Wie nimm mal das hier, Junge? Guck mal, wie du aussiehst. Ey, Jungs, ich heirate heute. Ja? Egal. Was sagt ihr zu meinem Outfit? Kommen? Auf gar keinen Fall, Mann. Aber wie findet ihr mein Outfit? Schon Penner, scheiße. Ja. Bisschen, ne? Schon scheiße, ja. Ich würde heute nicht heiraten mit so einem Outfit, der lohnt sich nicht. Aber Hauptsache, ihr seid glücklich, weißt du? Kannst du auch aussehen wie ein Penner. Leck also, du tust ja sowieso, Homie. Ne? Aber. Nur die Liebe zählt, ne? Richtig. So, Chat? Aber nur wie aussiehst wie ein Junkie. Ey, du hast doch bei mir Grasröhre gekauft. Warum willst du nicht mehr? Meinst du, wenn ich Grasröhre ausrufe, tja? Scheiße, merk den, schon. Der ist ein unloyaler Kunde. Er wurde recht geleitet, Bruder. Er heiratet doch heute, komm. Okay, viel Glück auf jeden Fall mit deiner Braut, ja. Und was mit Schuhe auch weiß? Nee, so ist perfekt. Wow, Mashallah. Yeah. Hallo? Ja, Homie, ich bin beim Kleidungsladen. Was sagst du meinem Outfit? Welcher? Schick dich Standard. Okay, bis gleich. Passt auch, Homie, sieht gut aus. Sieht cool aus? Ja, passt. Warte mal. Standard senden. Ja, Hose ist ein bisschen zu weiß, man. Checkst du? Was soll das denn jetzt heißen? Ja, ein bisschen zu weiß, man. Hast du ein Problem mit weiß? Nein, aber die passt nicht, man. Die ist zu weiß. Oder ich nehme die Hose einfach. Ja. Oder warte, die hier. So eine skinny Bracker-Niffel. Mhm. Wir haben schwarz. Schwarze Hose? Ja. Na und, was sagst du? Was sagst du? Hä? Was ist Was ist Lass mich doch erstmal antworten, bevor du sagst Was sagst du aber Was sagst du? Ist gut, ja? Ja, bitte. Wo hast du diese Blume an deinen Schulter? Die hat mir deine Mutter gegeben. Also. Ja. Yeah. Rick Sosa heiratet heute seine Enkelin. Warte mal. Hallo? Alles bleibt in der Familie. Assalamu alaikum. Wer ist da? Ujamil. Was? Ujamil al-Bukhari. Was? Wahabib Ujamil. Homie, du hast dich verwählt, Mann. Wesacker fammig, ja kelb. Homie, nein, Mann. Du hast dich verwählt. Oh, bist du ein bisschen lahluli? Falsche Nummer, Mann. Oh, schon, ja, Habibi. Oh, ich hab einen kleinen Junge aus Tanja. Oh, ein bisschen lahluli. Homie, falsche Nummer, falsch. Falsche Nummer, du Idiot. Schweie. Falsche Nummer, Mann. Wesacker fammig, was schweie, lahluli. Fick dich.
Wichse hat sich verwählt. Boah, wie schnell das kalt geworden ist. Brille? Ey, Sosa? Ja. Yeah. Ich gehe jetzt, Streifendienst machen, okay? Okay, kein Problem. Wann ist dein Junggesellenabschied? Wann gibt's Bitches? Ich weiß noch nicht, Mann. Ich geb dir Bescheid, Alter. Aber verpiss dich aus meinem Weg, weil ich sehe nichts. 2024 Music. Siehst du gerade nichts? Nein. 2 Jahre alter. Bei eins hast du die Kugel in deinem Kopf. 5, 4, 3, 2. Mann, Digga. Passt doch, oder? Ich geh kurz meinen Bart machen drüber, ne? Warte mal. Wie kriegt man so einen Stab in die Hand? Das ist meiner. Wie, das ist deine? Sei mal ehrlich, wie bewertest du, wenn du jetzt... Bleib mal da stehen. Okay, komm, Mami, Action. Warte. Du weißt, ich bin ein Dreizeuge. Servus. So, was geht ab? Was ist das? Ich bin der Franz. Was geht ab, Franz? Frag deinen Onkel Franz, wer bist Alter, du? Alter, so sie, Alter, wie sieht's aus, Alter? Hast du schick gemacht für die Hochzeit, Alter? Laufen lass ich jetzt. Natürlich. So sieht's so aus, wie ich? Sie. Hast du schon Trommelbimmler geholt für die Zeremonie? Hörst du das, Homie? Das ist ein Rassist. Meinst du diese Vuvuzela und so, Homie? Damals bei wem? Alter, der hat mir halt erzählt, er ist Kongolese. Hast du das schon mal gesehen? Der kann Liegestütze ohne seine Hände, Alter. Und deshalb, nur weil er heute heiratet, braucht er irgendwelche Sänger da, oder was? Ja, der holt halt ein paar Trommler, hab ich gehört. Also hab ich halt gedacht, keine Ahnung, ein paar Leute, die rascheln und so. Homie, was sagst du eigentlich zu meinem, passt das so mein Outfit? Also dein Outfit sieht gut aus, ja. Sieht perfekt aus. Sieht aus wie ein Familienvater in der dritten Reihe bei einer Hochzeit. Alter, aber ist ja, auch wenn ich sag, dass du siehst eher aus wie der, was heiratet, wie der Sosi. Das ist das Problem, aber das sieht aus, als ob ich sein Frau gefickt. Ja, Homie, ich brauche ja so eine Blume hier, weißt du? Ja, aber ist gut, ja. Ist gut. Nur das Hemd drunter. Kannst du das ändern? So ein festes Hemd sieht aus, als ob du schon gefickt worden bist, dann Junggesellenabschied. Nein, Homie, geht nicht. Du bist Kevin aus Kreuzberg. Ja, du hast mich gerade eben angerufen. Ja, ich muss mal mit dir geschwind unter 4 Augen sprechen. Okay. Ich hab kein 4 Augen-Gespräch. Krawatte? Kann man Krawatte noch ranmachen? Bei Kette. Nee, das geht nicht. Das passt nicht. Guck, Chat. Ich mach mir noch eine Kette ran, Chat. Auf Trollbasis.
2024 Music. Hallo Rohat, wäre cool, wenn du mich grüßen würdest. Hm. Oder so an den Händen hier so, Dings. Das passt auch. Boah. Boah. Rich Gang. Was sagt ihr zu der Chat? Boah, so ein Affe, der am Smoken ist, ist auch crazy. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, verfickte Scheiße, ja, Mann. Boah, Junge, Junge, Junge. Ich liebe Kevin. Siehst du das, Ami? Und dass du Bescheid weißt, die Nachricht wird irgendwann übermittelt. Noch steht da nicht. Was ist mit dir? Was tut mir leid für Chico. Das war echt dein Bruder von mir. Ja, also ich sag, der ist nicht tot. Tot ist er nicht. Ja, er ist lebenslänglich im Knast, Tommy. Machst das du als Lebensaufgabe, keine Ahnung, Kevin, Mensch. Ja, muss ich schauen. Ich hab heute keine Zeit. Heute heiratet mein Bruder meine Tochter. Ja, ich mein nur, ich will dir... übermittel dir... Ey, Sosa, wenn du das irgendjemand was erzählst... Was ist das für Kette? Ist geil, oder? Snoop Dogg seine Tochter, du Hund, geh dir sofort umziehen. Tommy, die bleibt. Alter, du wirst ja nicht heiraten, du hast Hochzeit, Alter. Doch, Homie, man. Gehst du in den Puff oder gehst du auf Hochzeit, Alter? Du wirst dir so nicht heiraten. Doch, Homie, man. Das ist meine Kette, man. Du wirst dir so nicht heiraten. Doch, Homie. Hast du verstanden? Das ist meine Tweet doch. Junge, ist das eine Yu-Gi-Oh-Karte, die du einsetzen willst, du Vollidiot? Aha. Das ist meine Tochter. Ja, und? Mir ist scheißegal, ob... Und ich fick deine Tochter, Homie. Jeden Abend fick ich deine Tochter. Du hast gar nichts zu entscheiden. Alter, krass. Ja, genau so. Deine Tochter hoch und runter. Alter, was hast du mir gestern verzählt? Jeden Abend fick ich sie, Homie. Hör mir zu. Ich geb dir jetzt eine Forderung, du zahlst mir 100.000, sonst heiratest du sie heute nicht. Hast du eine Forderung? Alter, ich hab mich gerade abgewandt von dir, ich wollte dein Ding zeigen, gell, aber... Wie wär's damit, Homie? Leck meine Eier und ich fick sie heute Abend noch, nachdem ich sie geheiratet hab. Alles klar, dann sehen wir, wen du heute heiratest, ja? Du heiratest heute deine dicke, fette Tante, aber nicht meine Tochter. Alter, ich glaube, ich zieh mir auch an wieder, Kevin, Alter. Vielleicht kann ich da auch noch was ficken heute. Hey, Kevin! Ja? So, kann ich mich. Ich glaube, ich zieh mir auch an wie du, oder? Heute findet keine Hochzeit statt, ich kann mich direkt eigentlich wieder umziehen. Fick dich, Ami! Wie? Fick deine Tante! Fick deine Mutter! Guck mal! Fick deinen Vater! Du Schlampe! Gehen wir das mal schön durch. Heute wird nicht geheiratet. Sosa, es ist wichtig, Sosa. Ja, warum geht's? Sosa, es ist sehr wichtig. Das, Kennst du diesen Bruno, diesen Klaus? Nee. Die haben anscheinend ein Video vor ihm gemacht, damit verpackt, wie du ihn festgenommen hast. Unrechtmäßig. Und die wollten zum DOJ dich anscheißen. Oh, ja, sollen die machen, Mann. Soll mein Eier lecken, ich werde eh wieder morgen eingestellt. Bist du dir sicher? Ja, Ami. Nein, ich sag's doch nicht. Ja, okay. Alles gut, Homie, ich kläre das schon. Bitte 36. Ja? Kette 36, ja? Dann brauchst du Hut 7. Gut. Verdammt nochmal, Alter, jetzt rede ich fast wie du, Homie. Ich seit 10 Minuten hocke ich mit dir rum und ich rede schon fast wie du. Das ist doch in Ordnung, jetzt glaubt man's. Okay, Hut 7, Hemi. Hässlicher Schwabe, was du bist. Hose 24? Hose 24.
200. 4. 3. Jawohl. So, ich plane jetzt meinen Junggesellenabschied, Mann. Was war T-Shirt? 31, jawohl. Passt, fertig, oder was? Ja, das machen wir dann so, separat. Alles klar. Hochzeit, Hunde so und so, sie. Das haben wir. Die heute nicht stattfinden wird. Natürlich wird sie stattfinden. Werden wir sehen, ob sie stattfindet oder nicht. Du heulst dann am Ende rum. Und am Ende sagst du, was für ein schlechter Bruder ich bin. Zwing mich nicht dazu, dass die heute nicht läuft. Du zahlst mir 100.000 und es läuft dir nicht. Ich hab keine für deine respektlose Art. Ich hab keine 100.000. Du kleiner Hund, du hast 6,8 Millionen. Woher 6,8? Wie viel hat der? Was? Woher 6,8? 6,8 Millionen. Was labest denn der? Sag Walla. Walla, ich hab keine 6,8 Millionen. Sag Walla, du hast keine über 2 Millionen? Hab ich auch nicht, Homie. Aha, sag, komm. Ja, Homie, sag mal nicht. Du Arschloch, 200.000. 200.000? Die Hochzeit wird. Ich brech dir heute die ganze Hochzeit ab. Ja, Homie, also warte mal, der heiratet deine Tochter. Du kannst gar nichts. Okay, lass die Win-Challenge beginnen, du Vollidiot. Deine Tochter hat dir ganz Los Santos rumgehört, Alter. Lass sie doch heiraten jetzt wegen. Was laberst du von der Seite, du kleiner verfickter Wichser? Erst Chico und dann Ding. Du Flitzpiepe, was du bist. Ich hab dir schon 100.000 Mal gesagt, red nicht so über meine Frau, du Wichser, Mann. Das ist dein Kopfkollege, hä? Ja, der Wichser. Hör mir mal zu, Mann. Ich werde sie heute heiraten. Ob du willst oder nicht, Mann. Mach das nicht mit mir, Homie. Mach du das nicht mit mir. 200.000. Hab ich nicht, Homie. Dann gibt's keine Hochzeit. Ich hab dir doch schon Kohle gegeben, hä? Du gieriger Penner. Du musst nochmal bezahlen. Ja. Weißt du was? Für das, was du gerade getan hast. Homie, wir sehen uns später, Mann. Später sehen und ich schick dir später noch ein Video, verdammte Scheiße. Ich schick dir ein Video. Du bist heute gar nicht. Ich schick dir ein Video, du kleiner Wichser, Mann. Ich hätte dir fickt und dir ein Video davon schicken, Mann. Verpiss dich. Ei. Wichser, Mann. Es geht ums Prinzip, Chat. Ich werde dir keinen Cent geben. Das ist Sosa-Prinzip. Ey, kleine Fotze, ich bin. Oha. Achso, was wollte ich jetzt nochmal machen? Okay, ist Mendez da? Sind die da? Ah, warte, ich muss noch zum Friedhof. Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich mit Rose verheiratet bin. Danke dir, Tarek, für deine 6 Monate. Was soll ich jetzt nochmal machen? Zum Friedhof, genau. Wo ist der? Wo ist nochmal Friedhof, Chat? Ah, hier.
Du bist nicht verheiratet. Stark. Hast du schon eine Rede? Nee, ich mach die Füße. Ringe kaufen? Okay, wie kriege ich so komische Ringe? Ist Kira da? Die ist doch immer mittags da. Chat, 19.30 Uhr ist mittags in RP. Real Talk. Ich muss zum DOJ. Obwohl, die wollen mich da ficken. Arian, danke für den Sub. Ja, Robert! Ey, so sah altes aus. Was geht ab? Ey, Homie, komm mal kurz zur Seite. Du hast ja auch mit Kira geheiratet. Selbstverständlich. Homie, wie macht man sowas? Eine Heirat? Ja. Yeah. Endlich werde ich als Vater gebraucht, als zweiter, dritter Vater. Endlich werde ich gefragt. Ja. Yeah. Bloß, ne, was für eine Art Hochzeit soll es sein? Eine christliche, ne, muslimische Hochzeit? Also wir nehmen das Anwesen von Mendes als Hochzeitsort. Sehr schön. Yumi, danke für den zwei. Also das erste, was ist, dass die Eltern, du musst als Junge zu den Eltern deiner Freundin gehen und dir um den Vater um die Hand bitten. Ja, das geht schon klar. Gut. Anschließend gibt es zwei Feier. Einmal müsst ihr euch eben das Gelöbnis geben und am Ende gibt es die große Feier. Also was? Sag mal, das erste, was ihr macht, ist, ihr geht dann zur Kirche. Ja. Yeah. Und gibt euch da gegenseitig die Ringe. Dann gibt's einen Priester, der gibt euer, verheiratet euch dann, irgendein Gelöbnis, so ein Scheiß. Und dann, wenn ihr euch verheiratet habt, geht ihr dann Richtung Mendes Anwesen und feiert dort ab, die Hochzeit. Also erstmal treffen wir uns da beim Dings, oder was? Bei der Kirche. Dort gebt ihr euer Gelöbnis ab, gebt euch die Ringe, steigt in die Limousine ein und fahrt damit zum Anwesen von Mendes und dort feiert ihr. Okay. Geschenke und so gibt's dann alles dort beim Anwesen. Dort müssen wir die Ringe mitnehmen. Ah, die Ringe nehmen wir mit? Ja, die Ringe brauchst du doch. Also normalerweise dein Trauzeuge soll die Ringe mitnehmen. Ich hab noch keinen Trauzeuge. Hast du den Heiratsantrag schon gemacht? Ja, sie hat ja gesagt. Aha. Und wer ist die du heiratest? Ali heißt sie. Und dessen Eltern hast du schon gefragt, dessen Vater. Ja, genau. Der Vater ist Kevin. Kevin Kreuzberg? Ja, genau. Aber ihr seid doch Geschwister. Ja. Wie kommst du denn schon wieder in sie? Kannst du dich in Ruhe lassen? Kannst du dich mal aus dem Kreis ausbrechen? Adoptiv, Bruder, Mann. Das spielt keine Rolle. Doch, das funktioniert schon. Ja, super. Und wer ist ein Trauzeug? Kevin Kreuzberg selber? Na, der ist noch nicht so überzeugt. Der will versuchen, dass wir diese Hochzeit nicht hinkriegen. Ja, das wundert mich eher weniger, dass er es versucht. Ja, er war erst dafür, aber er will 100.000 haben. Ich gebe ihm die 100.000, wenn es sein muss. Er will sich bei mir melden. Nein, er will 200.000. Der will einfach nur Geld ziehen. Ah, plötzlich. Du willst doch nur die Hälfte des Geldes. Nein, Omi, der wollte erst 100.000, dann 200.000, Mann. Ich lieg nicht. Gut, er soll ein schriftliches Angebot mir unterbreiten.
Ich überweise das Geld dann. Ist denn der Blonde hier der Herr Kleinstein? Nein, Obi, das ist Prinzipsache. Ich werde das nicht bezahlen. Okay, weißt du was? Dann führ ein Attentat durch. Bring den Vater um und lass die Freundin für dich nur alleine. Ich glaube, das ist ein sehr guter Zeitpunkt. Ich werde das einmal durchziehen. Er wird eh kommen und dann durch wie ein Louis, der du bist. Verstehst du das? Lass von niemand etwas sagen. Sowieso. Nur dein Kopf soll entscheiden. Ja, genau. Weißt du, was du tust? Du nimmst den Vater mit, fesselst den Kreuzberg und lässt ihn wie ein Hund zuschauen bei der Hochzeit. Genau. Und warte mal. Wie viel, wo krieg ich die Ringe? Die Ringe kriegst du hier bei uns her. Vom Notar. Könnt ihr mir welche geben? Ja, du musst mal die Herren da hinten fragen. Frag mal die Männer, dass dann weißt. Ich hab keine Ahnung, wer es gibt. Hallo, seid ihr vom Notar? Aber die meinte jetzt halt... Hallo? Nein, wie keiner von uns ist im Notar. Und da Homie, keiner von denen ist beim Notar? Ja, da musst du warten. Ruf Amsterdam an, kennst mit Amsterdam, er gibt dir die Ringe. Was habe ich gesagt? 2024 Music. Kev, danke für den Sub am 9. Hallo? Oh, hallo. Ein wunderschönes Rückentattoo haben Sie, das ist mir noch nie aufgefallen. Danke. Amsterdam! Ja. Ich werde heute heiraten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Aber ich brauche Ringe, Romy. Kann ich ihn besorgen? Vorsicht, meine Herren. Guten Abend, Amsterdam. Schön, dass Sie da sind. Sie und Kevin heiraten? Wo ist mein Einladen? Nein, ich heirate Kevins Tochter. Ach, was? Sie stehen auf Frauen? Ja. Ich hole Ihnen Ihren Scheißring. Bruder, Amsterdam ist der größte Sassy-Ass-Typ, den ich kenne. Das vorher gewusst, hätte ich sie gar nicht in die Polizei reingebracht. Wie, wette, warum? Ich dachte, na egal. Sie wissen, dass das $125,000 kostet, was? Wenn man eine Frau heiraten will. Ami, was? Ja, okay, zahle ich bin. Na gut. Sind Sie sicher, dass Sie eine Frau heiraten wollen? Dass sie heiraten wollen. Ja, und auch eine Frau, ja, bin ich mir sicher, Ami. Na gut, ist ihre Entscheidung. Also ich hätte eigentlich, naja gut. Wie ist denn ihre Zahl des Tages? 200, Ami. Das glaube ich Ihnen sogar ausnahmsweise. Wie heißt die Angebetete? Alia. Hast du sogar Alia und Sosa. Einmal bezahlen, bitte. Scheiße. Warte. Perfekt. Sie sind doch ein Engel. Viel Spaß. Dankeschön. Bitteschön und viel Erfolg bei der Ehe. Danke. Ich habe extra Breitenberg für Sie verlassen und jetzt sowas. Warte mal, was für ein Breitenberg zusammen? Ich habe mit Breitenberg verheiratet. Echt jetzt? Ja, das war wundervoll. Ach du Scheiße, Mann. Sie sollten mich nicht beneiden. Homie, nein, Chance. Mann, dafür beneide ich dich wirklich nicht. Also hat er denn... Willst du mir erzählen, ihr habt gefickt, Homie? Nein, das will ich nicht erzählen. Wir hatten eher eine emotionale Bindung. Der Mann hat eher Frauen mit viel zu kleinen Knöcheln im Auge. Ekelhaft, weiß nicht, was das für eine Vorliebe ist. Mann, was läuft denn bei euch, Mann? Also ihr seid zusammen miteinander verheiratet, aber fickt nicht. Richtig, genau so. Und wie funktioniert das? Also, so ist das modernerweise. Man heiratet nicht, um zu ficken. Wie oft hat Mr. Bitcoin sie schon gefickt und ihr habt nie geheiratet? Tommy, wie oft hab ich Bitcoin gefickt, Mann? Das ist ja die Frage. Na gut, sehen Sie, aber trotzdem war da nie eine Eheschließung. Heutzutage läuft das so, man muss nicht heiraten, man fickt sich einfach. Heiraten tut man nur Leute, die man will. Heirate ich, Mann. Das finde ich wunderschön. Ich warte immer noch auf meine Einladung, aber abgesehen davon wünsche ich Ihnen dabei alles Gute. Ja, ja, du bist eingeladen, Armin, natürlich. Vielen lieben Dank. Sehen Sie sich doch wenigstens ein T-Shirt an, wenn Sie mich nicht wollen. Eieiei, was für ein Rücken. Das ist crazy, Digga. Boah, Digga, ich hab ein fettes neues King-Cans-Paket bekommen, Digga.
Soll ich öffnen, Chat? Ich hab Angst, aber was zu essen davon. Warte mal. Da sind so fette Sachen drin. Boah, die sehen geisteskrank aus. Ich hab so... Was ist das denn? Oh mein Gott, Peanut Corns, so mit Schokolade drumherum. Was ist das? Skittles Wassereis. Boah, dicke Lucky Charms. Junge, Zimtschnecken! Ich schwöre, die Sachen, die wir haben, sind so crazy. Twinkies? Oder warum schicken die mir Flaming Hot? Die wissen, dass ich nie scharf esse, Digga. Ich werde es nie verstehen, Bruder. Jedes Mal. Immer Flaming Hot, Hot Shot, Hot Chip an Nissiki, Mann. Boah, ich will einen von dem probieren. Ich schwöre, die sahen am geilsten aus. Crunchy.